Hallo ihr Lieben, heute ist jetzt Samstag. Der Papa hat, glaube ich, als letztes noch gezeigt, wie er die Schuhschränke aufbaut. Und danach habe ich nicht mehr gevloggt. Danach ist nämlich die Jessie geholt worden, unser letzter kleiner Welpe. Und ja, das ist irgendwie so, mit dem letzten Welpen ist nochmal so ein Stück, ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Quasi, es ist vollendet, die Welpen sind weg und komisches Gefühl, aber auf jeden Fall sind alle Welpen in super Familien und das ist das Beste einfach daran. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich mit den Leuten einfach so einen tollen Kontakt habe und dass sie mich natürlich weiter updaten werden und so weiter. Ja, also alle Welpen sind jetzt vermittelt, außer zwei, die Lucy und die Bella, die sind bei uns geblieben. Das habe ich euch schon erzählt, dass wir zwei behalten und ja. Heute ist Samstag und ich muss meinen Schrank ausmisten, weil, ich kann es euch kurz zeigen. Wir haben nämlich gestern die Garderobe, habt ihr gesehen, aber bald das Ganze umgeändert. Das heißt, er hat die Schuhschränke aufgebaut und dann haben wir mal die ganzen Jacken runtergenommen, weil da hängen ja auch noch Winterjacken, die wir jetzt nicht brauchen. Und ich wollte die in den Schrank reinräumen und ich kriegte einfach null, nichts, nada, niente rein. Deswegen muss ich ausmisten. Ja. Seht ihr? Da kann ich nichts rein, nichts mehr reinstopfen, wenn sehr schwer. Und hier diese Sachen, die müsste ich eigentlich reinstopfen. Wie soll sie das ausgehen? Geht sie hin. Die Kinder schauen SpongeBob, die Michelle macht ein bisschen Wäsche, hier die Socken und sortiert sie. Und die Kinder spielen da, Lara und Lisa und der kleine Philipp ist unter dem Dschungelbogen. So, aber fangen wir mal an. Ich muss hier definitiv ein paar Sachen rauswerfen, die ich schon lange nicht mehr angehabt habe. Ich fange mal auch hier, habe ich auch schon angefangen, ein paar Sachen rauszuräumen. Wir werden es sehen, wie weit ich komme. Ich glaube, für euch schaut es noch immer gleich aus, oder? Ich weiß nicht, seht ihr einen Unterschied? Ich sehe aber schon einen gewaltigen Unterschied. Ich habe jetzt nämlich hier die fette Jacke drin, deswegen ist es eigentlich wieder gut aufgefüllt. Aber hier sind die ganzen Wintersachen, die natürlich ziemlich viel Platz im Schrank fressen. Und ja, ganzen Pullis und Sweater, das geht eigentlich bis da. Schaut euch das an. Das ist die ganze Winterabteilung. Und hier ist meine Kleider- und T-Shirt-Abteilung. Also eigentlich sehr mickrig. Die meisten Kleider passen mir aktuell gar nicht. Toll, gell? Ja, ein paar Sakkos. 1, 2, 3, 4. Und dann habe ich noch eine Jeansjacke und ein paar Blusen und T-Shirts. Nice. Und das habe ich jetzt alles ausgemistet. Alte Sweatshirts und nicht mehr so freshe Jeans. Ein Kleid, das ich nicht mehr anziehe. Ein Schwangerschaftskleid. Ja, das werden wir jetzt wegbringen. Und that's it. Da habe ich auch sortiert und da habe ich auch sortiert, weil da habe ich auch Klamotten. Da habe ich so meine Schlafsachen, also wie ihr seht, ich schlafe viel. Nein, Scherz. Aber ich habe halt voll viele so Schlafhosen, gemütliche T-Shirts. Das sind meine ganzen Unterleiberl. Ich liebe Unterleiberl, also so ziehe ich die gerne unter T-Shirts an. Das ist perfekt zum Stillen unterwegs. Auch wieder Unterleiberl, bla bla bla. Ja, da ist Papas Hosen, wie gesagt, Pyjama-Hosen und T-Shirts und dann auch so Unterwäscheabteilung und Jocken und Unterhosen. Ja, da habe ich auch eine ganze Lade voller Klamotten vom Kleinen, die ihm nicht mehr passen. Die werde ich dann auch, glaube ich, alle verkaufen. Da heute Samstag ist, werden wir kurz einkaufen gehen und was auch zum Grillen holen, weil morgen kommen Freunde vorbei und das machen wir jetzt. Also wir müssen nicht viel zum Essen einkaufen, aber nur so ein paar Kleinigkeiten, wie was zum Grillen für morgen und so Brot für die Jause. Es ist noch eine Woche Schule und dann ist Ferien. Oh mein Gott, ist das nicht geil? Aber trotzdem brauchen wir irgendwas für die Woche. Und das machen wir jetzt. Und ja, Magie wird geschlafen. Und schau mal, was passiert. Was ist da passiert? Ich habe ein neues Welpenspielzeug gekauft. Ja. Und die Sophie hat es kaputt gemacht. Ja.
Wenn die. Ja. Das für mich ist die kleinste. Ja, ja, schau, da sind sogar Spuren. Seht ihr das? Das ist schwer, den Täter zu finden. Na. Und das mit Donut. Mit Donut auch, genau. Wer hat den Donut? Und auch Welpen. Ja, die Welpen sind jetzt müde. Ja. Ja, die sind müde. So. Wir gehen jetzt, muss man Schuhe anziehen. Ah ja, habe euch das schon gezeigt. Schaut mal, du schaut jetzt unsere neue Garderobe aus. Gehen ein bisschen zurück. Also, hier haben wir jetzt zwei große Schuhschränke, weil wir haben halt echt viele Schuhe. Und hier haben wir keine Schuhe mehr, weil die Welpen die halt so immer rausgezogen haben. Deswegen haben wir das hier. Und die sind ja auch hier immer voll staubig geworden. Das war auch doof. Entschuldigung, ich kenne sie von YouTube. Nicht? Ja. So, wir sind jetzt Lebensmittel einkaufen und es ist ein bisschen viel los, oder? Natürlich, das ist mit unserer Einkaufsliste. Diesmal haben wir gar nicht so viel geplant, was wir kochen werden. Also, weil wir so viele Lebensmittel im Kühlfach und so weiter haben, dass wir gesagt haben, wir kochen beim Thermomix nur nach dem, was wir im Kühlschrank haben. Weil man kann im Thermomix die Zutaten eingeben, die man hat, und dann spuckt das ein Rezept raus. Mhm. Also. Ich bin gespannt, was er sagt. Geht's einkaufen. Ja. Da ist meine Magie. Hey, schau, meine Kette sind wieder da. Ja. Mit Wiese? Ai, ja. Nimm's gleich mehrere Pakete. Ich nehme gleich mehrere Pakete. Ich nehme zwei, ich mag die auch gerne. Machst du auch? Jo. Jo, du nimmst. Gidi, 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 gidi. Hey, Papa. Komm, geh mal. Was essen wir heute zum Mittag? Brauchen wir ein Popcorn, haben wir nichts mehr, gell? Schaut mal bitte, wer kurz bevor wir bei der Kasse angelangt sind, eingeschlafen ist. Bis jetzt hat er herumgewurmelt und ich musste ihn tragen. Und jetzt, oder schätze ich jedes Mal? Ja, und jetzt beim rausgehen, schläft er. Schließt und fest. Wir haben gesagt, wir kaufen nur ein bisschen was für Grillen und so. Ja, Wäschekörbe haben wir gekauft, aber halt einen Sprinkler hat sie noch gekauft. Und viel Zeug. Oder? Ich ist recht. Ja. Ja, aber das ist schon Sommerlebensnotwendig. Alles klar. Dann schmeißt du dich dann rein, oder wie? Die Kinder werden auch rein. Das ist nur für die Kinder gekauft, oder? Hi! Schaut mal, wir sind nach Hause gekommen. Schau mal, die werden... Ah, oh, gibt's ja Knochen. Du musst es jetzt halten, damit die Lucy es kauen kann. So süß. Sophie fängt schon an. Konzert. Okay. Sophie, du kannst nicht zwei haben. Du hast hier schon eins. Ja, wo ist Goldi? Wo ist Emi? Emi hat scheinbar keins. Du? Ich hatte einen kleinen. Die Bella hat ihn genommen. Ich sehe keine andere. Ein bisschen Boden gewaschen und jetzt ist unsere Pizza gekommen, haben uns nämlich heute eine Pizza gegönnt und die essen wir im Garten, deswegen gehen wir raus. Haben wir alles, was wir brauchen? Sehr gut. Hi! Hi, mein Schatz! Hi! Hi, Bella! Hi! Amy! Und die Sophie! Ich habe die Lucy lange nicht mehr gesehen. Die wird irgendwo da sein. Aber welche Pizza magst du? Das ist nicht okay. Magst du was von ihr? Okay. Komm, warte. Aber die Nutte ist auch. Okay. Welche magst du? Das ist mit Salami. Okay, du sind möchtest noch beide Salami drauf? Okay. Habt ihr Hunger? Hast du Hunger? Hast du Hunger? Weißt du, was auf die Wir machen jetzt ein Training mit den Hunden. Wir lernen ihr
ihnen die Namen. Das Wichtigste ist dabei, dass nicht nur, dass die Hunde alle ihre Namen, eigenen Namen kennen, sondern dass die anderen auch wissen, wie die Hunde heißen. Die Goldis, Streber, erste Reihe. So, wer machen wir? Lucy. Lucy. Lucy? Wo ist die Lucy? Wo ist die Goldige? Lucy? Lucy? Nein, 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 du bist nicht die Lucy. Wo ist die Lucy? 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 Hä? Lucy? Lucy? Aus jetzt. Komm raus. Lucy? Lucy? Die Goldie gibt ihre Nase mitten in die Kamera so rein. Nein, Lucy, da ist die Lucy. Wo ist die Lucy? Ja, Wein ist mit. Hier ist ja Wein. Bella? 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 Das ist die Bella, ja Wein. Wo ist die Goldie? Wo ist die Goldie? 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 Ja, das ist die Goldie. Emmy? Emmy? Ja. Ich meine, die Emmy kennt ja schon. Nein, du bist nicht die Emmy. Emmy kennt schon ihren Namen. Die Goldie heißt alles. Ich nenne mich, wie du möchtest. Gib mir nur ein Leckerli. Wo ist die Lucy? 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 Bist du Lucy? Nein. Lucy? Lucy, du bist die Lucy. Ja, Weini. Ja, Wein. Hallöchen, ihr Lieben. Wir haben heute Sonntag. Sophie, geh runter mit deinen Pfoten. Ja, und wieder Marlene. Jetzt. Aber morgen. Heute. Heute kommt deine Freundin Marlene. Ja, das ist meine Schwester. Oh, das ist deine Freundin. Und Lisa sagt, du bist nicht meine Schwester. Hat sie gesagt? Sagt sie auf Sonnenkindergarten. Also, oh. Ich glaube, sie verschwechselt Freundin nein, mit Schwester. Nicht cool. Nicht cool? Doch. Gidi, gidi, gidi. Heute kommen Freunde vorbei zum Grillen. Und, das sind private Freunde, die nicht Social Media machen oder so irgendwas damit zu tun haben. Deswegen werde ich dann später dann nicht mehr mit vloggen. Ich bin aber jetzt gerade hier mitten in den Vorbereitungen. Ich mache einen Kartoffelsalat und dann mache ich noch einen Kuchen. So einen Weichselkuchen, also so Kuchen mit so Kirsch, also Weichsel. Ich habe dafür diesen Kompott gekauft, der ist der beste. Wir haben auch Kuchen mit diesen. Wir haben auch Donuts. Donuts habe ich auch gekauft, ich genau. Hast du was gegessen? Ja, hast du schon mal gegessen. Und wir haben ja, auch der Melone gekauft. Und Melone. Und der Papa ist jetzt gerade eben schnell zum Bäcker gefahren. Ich habe Kürbis auch gekauft. Um frisches Brot zu kaufen, weil wir kein Brot haben. Deswegen, ja, ich fange mal an. Ich habe viel zu tun. Jetzt Kartoffelsalat machen, wenn wir frühstücken. Der Papa ist nämlich vom Bäcker zurück. Ist nicht nichts mit Brot. Ja, und der kleine Bubu kriegt eine Banane. Eine zermalzte Banane. Ist eine Banane. Banane. Er ist nämlich ein Minion, oder? Und was ist du? Ein Baby. Speck? Und die Luisa und die Lara auch. Magst du Banane? Ja. Du auch, Lara? Ich bin Banane. Ich bin ganz lecker. Ich bin ganz lecker. Ich bin Bibi, ja, für sie. Bibi, Effi. Wie, was sagst du Banane? Das genau dasselbe wie zu Karotte. Ich schockiert. Was ist mit dem Ding kaputt, oder was? Oh nein, da kommt du da immer das Essen raus. Sie ist verstopft, ja, da kommt Krumm raus. Papa! Hältst du den Mund? Mein Tür, El Mundo! Na komm! Mein Tür, lecker! Da war jemand Brot. So, der Kartoffelsalat ist fertig. Man sieht deine Boxershorts. Ja, wie soll man, oder? Ich hab das im Blödsinn. So, mein Kartoffelsalat ist fertig. Ich mache gerade den Weichselkuchen. Kartoffelsalat ist ein bisschen dunkel, weil ich habe keinen normalen Essig mehr gehabt, also keinen Weinessig und habe dunklen Balsamico-Essig genommen, aber geschmacklich tut es dem nicht schlecht. Nur ein Kühlschrank. Ja, bitte. Und ja, jetzt kommen dann noch die Weichseln rein, die habe ich da schön abtropfen lassen. So. Jetzt hatte ich diese
kleine Bande hier an. Die schlafen hier alle. Und schaut, wie die Bella in der Sophie da kommt. Ich gebe dir gleich Wasser, ja? Oh, bitte guck mal, Papa. Oh, Schatzi, schau. Papa, schau. Ein Bella-Mäuschen mit Sophie-Mäuschen, ja? Und hier kann ich. Lucy. Schau, ich bin ein Maus. Ja, schau, wie riesig sie schon ist. Und da ist die Goldie. Es ist einfach so heiß. Wir haben jetzt die Küche ein bisschen aufgeräumt und jetzt gehen wir in den Garten, haben wir gesagt. Ja, Lisa, machst du Saft? Wir müssen nämlich die Terrasse waschen, weil die Lara hat gestern Saft ausgeschüttet beim Pizzaessen. Und dann war ist der ganze Tisch pickig und so. Gut. Was hat die Luisa getrunken? Lara macht auch Kirschensaft. Kirschensaft? War gut? Ich glaube, ich sag Denkel, ne? Ja, machen wir zurück zur Station. Und ich schicke ihn zurück. Machst du Kirschensaft? Bis wir putieren. Oh, schon gut, ich dachte. Also, wir sind jetzt im Garten. Der Baba macht den Grill gerade fertig. Und ich muss mich hier darum kümmern. Der Baba hat schon den Tisch und die Muschel weggemacht, damit ich hier das waschen kann, weil hier ist es richtig dreckig, weil die Hunde haben hier einfach, ja, keine Ahnung, sich so Schaligalli direkt auf. Party. Na, die haben ja halt immer hier gebuddelt, weil das so schön kühl ist und deswegen ist jetzt hier überall so viel Erde und Sand. Muss mal gewaschen werden. Ja. Ja, und das müssen wir auch wegräumen, weil das ist Müll hier. Sprichst du dich ein, Lisa? Nein. Mama. Ja. Das war nicht lustig. Okay. Yummy. Das ist eigentlich so ähnlich wie ein Hochdruckreiniger. Bald fertig. Unsere Freunde sind da. Müssen nur essen kommen, Kinder, weil das sind Kartoffelsalat, Brot, Getränke, Teller. Die Michelle holt gleich. Mustard. Mustard, ja. Mustard. So, ich glaube, sie ist die Maus, Käsekleiner. Haha. So. Ja, wie immer. Hi, meine Lieben! Heute ist Montag. Wir haben gestern nicht mehr weiter gevloggt. Wir hatten ja Freunde da, wir haben gegrillt und es war wirklich sehr schön. Genau. Ja. Und wir wollten die Privatsphäre und die Intimität von den Freunden nicht verletzen, weil die sind ja natürlich nicht auf Social Media, auf YouTube oder so irgendwas. Die schauen zwar Instagram, aber die wollen nicht auf Instagram sein. Natürlich. Nicht jeder ist Influencer. Ja. Spaß. Nein, auf jeden Fall war das ein wirklich schöner Abend gestern noch. Und ja. Neue Woche, neues Glück. Wir haben noch eine Woche, dann ist Ferien. Und wir wollten uns hiermit eigentlich nur mehr vom Vlog verabschieden, weil wir haben schon komplett den Überblick verloren, wie viel wir schon gevloggt haben. Welcher Tag haben wir heute? Na, das nicht. Aber ich finde, seitdem wir diese Wochenvlogs machen, irgendwie voll cool. Aber jetzt habt ihr viel mehr Einblick in unsere Woche, weil ich euch fast jeden Tag mitgenommen habe, immer ein bisschen. Und schreibt es mal unten in die Kommentare, wie ihr diese Art von Videos findet. Ja, das würde mich voll interessieren, deswegen schreibt mal. Und sonst verabschieden wir uns von diesem Vlog und wir nehmen euch dann die Tage wieder mit und schauen wir mal. Zeugnistag! Zeigen es dir der Kinder. Ja. Tschüss!